Jo, heute mal ein ziemlich abgefahrener Stachel von Brutalica. Die Marke Brutalica war mir bis vor kurzem noch unbekannt, aber vor ein paar Wochen hatte der Bastian von Expedition Company von diesem Modell hier, dem Zarab, mal ein paar Bilder gepostet. Und da wurde ich dann doch neugierig. Ich denke, das hatte der Bastian dann auch mitbekommen, da er mich kurze Zeit später anschrieb und fragte, ob ich den Stachel nicht mal auschecken möchte. Und da musste man mich wirklich nicht lange bitten. Da hatte ich definitiv Bock drauf. Auf diesem Wege geht also ein dickes Danke an die Expedition Company raus, die mir das Zarab kostenlos zur Verfügung gestellt haben. Und solltet ihr den Stachel gefällig finden, dann findet ihr bei Interesse einen Link zum Bezug in der Videobeschreibung. Meiner Meinung nach lohnt sich das eh ab und zu bei der Expedition Company reinzugucken, denn eigentlich hat Bastian immer einiges im Sale. Da kann man also gute Schnapper machen und neben einer breiten und bunten Palette an Messern hat er auch Taschenlampen, Gear aller Art, ziemlich coole Patches und ebenso solche Beats und Skulls am Start. Wie gesagt, auschecken lohnt sich da also durchaus mal. Aber widmen wir uns wieder dem Zarab-Klapper. Soweit ich das nachvollziehen konnte, handelt es sich bei der Firma Brutalica um einen russischen Online-Shop, der Messer aller Art im Sortiment hat. Und die Marke Brutalica ist nicht nur Namensgeber für den Online-Shop, sondern unter diesem Namen werden auch hauseigene Produkte vertrieben, eventuell sogar selbst hergestellt. Ganz schlüssig waren die Infos da nicht auf der Homepage. Wo genau das Modell gefertigt wird, das Zarab, auch das kann ich euch leider nicht sagen. Bastian wollte sich diesbezüglich noch schlau machen, hat sich bisher aber leider noch nicht weiter gemeldet. Rein von der Verarbeitungsqualität, von dem ganzen Look, sieht das für mich schon nach Fertigung aus China aus, sehr ähnlich zu den Klappmessern zum Beispiel von Mr. Blade, aber mit Gewissheit kann ich das auch nicht sagen. Könnte natürlich sein, dass die in Russland gefertigt werden, dann würde ich aber fast vermuten, wäre das auch irgendwo auf der Klinge vermerkt. Dem ist aber nicht so. Wir haben hier das Brutalica-Logo, die Skull-Granate, dann haben wir noch den Stahl D2 gemarkt, das Modell Zarab und auf der anderen Seite Brutalica-Aufdruck. Und ansonsten finden sich da keine weiteren Infos. Auch auf dem Karton nicht weiter. Das sind zwar ein paar Infos, D2-Stahl, Modellnummer, aber das war's dann auch. Ich werde euch den Online-Shop Brutalica, ich werde versuchen daran zu denken, euch den auch mal mit in die Videobeschreibung reinzupacken. Aber auch wenn ich leider nicht sagen kann, wo dieses Messer genau gefertigt wird, was ich sagen kann ist, das Zarab ist sehr gut, sehr sauber verarbeitet. Das sollte aber auch so sein, der Preis beträgt für dieses knapp 20 cm lange Taschenmesser mit D2-Stahl ungefähr 80 Euro, also oberes Drittel im Bereich der Budget-Klapper. Geliefert wird das Zarab in der Brutalica Pappbox, die haben wir uns ja gerade schon angeschaut. Und das Wort Zarab selbst bedeutet, wenn der Übersetzer das richtig ausgespuckt hat, so viel wie kratzen oder auch Kratzer. Was durchaus treffend gewählt ist, denn die 3,5 mm starke Wharncliffe Klinge, die wirkt mit ihrem Auge hier, diese Vertiefung und ihrer herablaufenden Swatch ungemein dynamisch, durchaus giftig, erinnert mich alles auch ein bisschen an den ausgestorbenen Dodo, hat schon was Vogelartiges. In der Hosentasche ließ sich das Messer gut tragen, der formschöne und funktionale Clip hat da einen guten Job gemacht und auch wenn das Messer wahrlich breit aufbaut, das ist schon einiges, war das für mich völlig okay, hat sich nicht wie ein Fremdkörper angefühlt und
auch wenn man es dann rausgeholt und benutzt hat, was die Schneidperformance angeht, so hat das Zarab einen guten Job gemacht. Die Klinge ist flach ausgeschliffen und hat ca. 0,50 mm Material hinter der Faser, also durchaus schneidfreudig. Damit zu arbeiten, gerade Freihand, das hat schon Spaß gemacht. Bei ziehenden Schnitten auf einer Ebene wie im Tisch, da hat solch eine Klinge natürlich eine Limitation. Schlicht und einfach, weil wir hier Straight Edge haben, da fehlt der Bauch zum Abrollen in der Schnittbewegung. Wie gesagt, da gibt es dann bessere Optionen. Aber Freihand ist das ein gut funktionales Schneidwerkzeug. Der Verschluss, die Arretierung übernimmt ein stabiler 1,5 mm starker Linerlock, der bei diesem Modell erstklassig zumacht. Da gibt es überhaupt keine Probleme. Und auch der Detent ist vorbildlich eingestellt und hält die Klinge wunderbar im geschlossenen Zustand. Eine Öffnungshilfe wie jetzt ein Downpin oder ein richtiger Klingdurchbruch findet man hier nicht. Aber solche Vertiefungen beidseitig sind vorhanden und die erlauben es einem auch, ohne große Übung das Messer einhändig zu öffnen. Das geht wirklich leicht von der Hand. Überhaupt bietet diese eiförmige Gestaltung im geschlossenen Zustand viel Platz beziehungsweise viel Auflage auf der Klinge, um selbige dann schnell und einfach zu öffnen. Und auch der Spidey Flip funktioniert problemlos. Positiv dazu trägt er natürlich auch bei, dass die Klinge sehr flott auf Kugellagern läuft. Da hat man also keine wirklichen Probleme, dieses Messer zu öffnen. Und von daher wird es auch wirklich schwer, jemandem erklären zu wollen, also einem Polizisten zum Beispiel, bei einer Kontrolle, dass das hier ein Zweihandmesser ist. Muss natürlich jeder selbst entscheiden, ob er solcher Messer bei sich trägt, bei sich führt. Ich würde es aber schon eindeutig in die Kategorie Einhandmesser packen. Dafür hat man einfach zu viele Optionen. Es ist einfach zu einfach, einhändig zu öffnen. In der Griffbeschalung haben wir hier fein poliertes G10 in einem wüstenfarbenen Ton in Desert.
Das Zarab gibt es aber auch in G10 Schwarz und auch in gegrooften G10 Orange. Und die orangene Version, meiner Meinung nach, ist die coolste dieser drei Versionen. Sehen allesamt ganz cool aus, aber die orangefarbene mit den gegrooften Griffschalen, ja, wer auf dieses Design, dieses Zarab hier steht, der sollte sich unbedingt die Version mal angucken. Der Backspacer, langgezogen, fast über den ganzen Griffrücken, besteht ebenfalls aus G10. Und im Auslauf desselbigen findet sich dann noch ein Steg. Ja, und der bietet dann die Möglichkeit, noch ein Lanyard anzubringen. Um solch eine Ziehhilfe dann aber tatsächlich, ja, daran zu bämseln, die müsste dann entweder schon von dünnerem Ausmaß sein, oder man müsste erstmal zumindest auf einer Seite Griffschale und Platine abnehmen, damit man da ein Lanyard anbringen kann. Ist schon alles sehr, sehr knapp bemessen. Finde ich natürlich ganz gut, dass das lässt den Griff durchaus clean bleiben, auch wenn wir hier natürlich eine unschöne Vertiefung für die Clip-Umsetzung haben. Aber eigentlich gefällt mir das. Doof wird es halt dann nur, wenn es wirklich frickelig wird, um ein Lanyard durchzuführen. Das könnte man also ein bisschen, ja, bisschen besser handhaben. Der Clip, wie gerade schon angedeutet, besitzt noch das Brutalica-Logo, lässt sich auf die andere Seite umsetzen, jeweils tip-up dann. Und diese Skull-Granate, die findet sich dann, wie erwähnt, auch schon auf der Klinge wieder. Alles sehr dezent gemacht, sehr klein, nicht so prominent, dennoch vorhanden. Aber hier spricht einfach die rasante Klinge für sich alleine, ohne Aufdrucke. Das gefällt mir sehr gut. Als Achsschraube wurde eine große Schlitzschraube gewählt. Das geht für mich persönlich absolut okay. Ich mag es durchaus, wenn man Schrauben hat, die man schnell und einfach, also mit einfachsten Mitteln verstellen kann. Was ich mir persönlich noch wünschen würde, dass man den Zoll hier weglassen würde und die Schneide voll durchgezogen hätte. Dieser Vorgriff ist nach meinem Empfinden nicht wirklich komfortabel. Das ist zwar okay, aber so ein wirklich sicheres Gefühl habe ich hier nicht. Und ohne Choil hätte man halt statt 7,5 cm effektive Schneide, derer dann glatt 8,5 cm. Und mehr Schneidkante finde ich persönlich immer besser. So ein Choil, das muss schon wirklich passen beim Messermodellen. In den allerseltensten Fällen mittlerweile brauche ich so etwas, also ein Choil, so ein Vorgriff. Aber ihr könnt gerne mal ein Feedback dazu dalassen, wie ihr das seht. Im Großen und Ganzen hört es dann meinerseits auch schon auf mit der Kritik, denn der Rest ist in meinen Augen gelungen hier. Ja, und neben der guten Schneidperformance bietet der vorhandene Griff ergonomisch quasi keine Angriffsfläche, wie ich finde. Hier dürfte eigentlich jede Hand sowohl gut wie auch sicher Platz finden. Was jedoch eventuell von dem einen und anderen negativ betrachtet werden könnte, ist das Gewicht. Das liegt bei diesem Modell bei ca. 155 Gramm und damit sind wir in einem Bereich, den wohl einige als zu schwer erachten. Ich selbst empfand das als völlig problemlos, habe das Messer gern eingesteckt. Ich sagte ja auch die Breite, die Größe an sich, all das war für mich okay. Und zu erwähnen wäre noch, dass die Klingenspitze, die läuft wirklich sehr, sehr fein aus. Wer also sich selber gut kennt und weiß, dass er öfter mal Unfug mit einer Klingenspitze veranstaltet, also im Sinne von Hebeln in härtere Materialien damit mal eindringen, für den ist dieses Messer dann vielleicht nichts, denn die Klinge benutzt man definitiv eher nur zum Schneiden. Unterm Strich haben wir hier ein aufregendes Design mit D2, einen brauchbaren Stahl, eine solide und saubere Fertigung, eine wirklich gute Handlage, Ergonomie und eine patente Schneidtauglichkeit. All das findet man bei dem Zarab. Wer also bereit ist, dafür 80 € zu berappen, der bekommt hier auch
einen coolen Gegenwert, einen tauglichen Gegenwert in diesem Stachel. Mir hat es auf alle Fälle Spaß gemacht, dieses Modell mal genauer auszuchecken. Und ich bin gespannt, was von Brutalica Knives zukünftig da noch kommen wird. Wer Bock hat, lässt gerne mal ein Feedback von euch da. Und ansonsten verbleibe ich wie immer mit. Bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.